Guten Morgen zusammen! Morgen! Wir haben uns schon ganz früh auf den Weg gemacht zu Ingrid Klimke und sind jetzt angekommen. Hier. Und werden gleich reingehen und euch vom offenen Training berichten. Yay. Hallo! Ach! Hallo! Oh, der Kiwi. Normalerweise ab 8 Uhr schon die erste Truppe zur Wiese geht, die anderen werden geritten. Aber damit sie nicht noch früher aufstehen müssen, fangen wir immer um 9 an. Deshalb stehen so ein paar schon in Erwartungshaltung. Eine Stute. Von Cascadello mal Casal. Ne? Cassini, genau. Cassini. Und wie Sie schon sehen, von der Größe und von dem Fundament ist sie einfach ein Pferd, was echt lange braucht in der Entwicklung, was wirklich in sich einwachsen muss und was unheimlich ausgelegt hat. Also dreijährig war sie bei der Studienschau, da war sie schon recht fertig und hat dann nochmal so richtige Wachstumsschübe in alle Richtungen gekriegt, sodass wir im Moment auch eigentlich immer warten, dass sie in den großen Körper reinwächst. Und einen Tag in der Woche haben die Pferde alle frei, sind auf der Wiese. Jetzt gerade auch zwei draußen, da gehen wir gleich einmal hin. Dann haben wir den einen Tag, da werden sie über Cavaletti longiert mit Dreieckszügeln. Und Karin fängt jetzt schon an. Das dauert noch. Was ich finde mit den Dreieckszügeln ist, dass im Prinzip der Weg nach unten frei ist. Dass sie also immer wissen, sie können sich dehnen, vorwärts, abwärts, ja. Sie können sie aber nicht anheben. Also sie können nur so weit, bis im Prinzip die Nase vor der Senke ist. Wir machen das ja gerne. Ich möchte mal probieren und wir können ja mal gucken. Und im Januar dreijährig kam er dann mal zum Probieren. Und dann habe ich gleich gesagt, Mensch, such mir guten Mitbesitzer und dann finde ich den super. Auch immer wieder das gelassene Schritt gehen, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt und immer wieder sagt, wie führt dieser Schritt am nächsten Thank you.
Schon zu Ende gegangen. Wir schlendern jetzt wieder heim, beziehungsweise zum Auto und dann fahren wir nach Hause. Und es war so ein inspirierender Tag. Wahnsinn. Wahnsinn.